Hallo, mein Name ist Dirk Maxion. Ich bin in der Unternehmensleitung eines Mietwagenunternehmens tätig, habe sehr viel Erfahrung in der Branche und bin hier, um euch zu helfen, euch auf eure mündliche Prüfung für den Personenbeförderungsschein vorzubereiten. Kommen wir kurz zu den Anforderungen für die Prüfung und den Dokumenten, die ihr wirklich unbedingt braucht. Das geht erstmal los mit einem gültigen Personalausweis. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass der nicht aus irgendeinem Grunde abgelaufen oder ungültig ist. Den Führerschein müsst ihr auch bei der beantragenden Stelle vorlegen. Dann wird ein polizeiliches Führungszeugnis beantragt. Das müsstet ihr dann bei eurem Bezirksamt oder bei eurer Polizeidienststelle irgendwie in Auftrag geben. Und das wird dann dem entsprechenden Amt zugeschickt. Wichtig ist auch eine Bescheinigung über die körperliche und die geistige Eignung zum Ablegen dieser Prüfung. Und diese Bescheinigung darf nicht älter als ein Jahr sein. Weiterhin wichtig ist auch eine Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung des Sehvermögens. Und diese Bescheinigung darf auf keinen Fall älter sein als 2 Jahre. Alle Informationen über die Kosten, die dabei auf euch zukommen, könnt ihr auf unserer Seite nachschauen und euch da auch jederzeit bei den Ausbildern darüber informieren.